Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. So, wir sind jetzt an der Oberlandstation. Das ist die Oberlandstation, also so ein kleines Ding. Friendly? Freilich bin ich friendly. Kennt man dich geschickt? Nee. Natürlich. Na, sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Da kommt jemand hin uns. Es gibt eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Ja, wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Das, was sie wollen. Wie viele? Nee, nix wie viele. Das interessiert mich nicht. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wir hätten nicht gewusst, an wen wir uns sonst hätten wenden sollen. Kein Ding. Würdest du ein bisschen besser aussehen, dann könntest du Naturalien zahlen. Was ist mit dir? Du bist ein bisschen bescheuert, oder? Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Ja, auch gegen den Zaunlauf und so, gell? Jawohl, bei dir rennt, oder? Ist schon ein bisschen bescheuert. Huhu. Oh, guten Morgen. Schläfst du schlecht? Tja, hoffentlich schlafe ich heute Nacht besser. Was gibt's denn hier noch alles? Na, die Tattoo-Pflanze, die glauben wir denen jetzt mal nicht. Wir haben ja auch genug, aber hier gibt's schon mal Wasser. Schaut auf TP. Sehr schön. Sehr schön. So, gucken wir mal nur in die Oberlandstation rein. Gott, die haben ja gar nichts. Ja, das Zeug, das lassen wir denen. Glaube dem wir sowieso nicht. Der Hund versperrt wieder der Weg. Glaube dem wir sowieso nicht, weil wir sind ja liebe. Wir sind ja liebe Minuteman. So Leute, ich werde mich jetzt auch nicht mehr entschuldigen, wenn ich wieder da ewig lang in der Gegend rumpimmel. Wenn euch das nichts ausmacht, was euch ja nichts ausmacht, laut die Kommentare, dann werde ich das jetzt einfach so tun. Wilde Teerbeere, die kann man bestimmt abpflanzen. Kann man die nur im Wasser abbauen, oder? Was gibt's denn hier noch so? Oh, seht ihr, was ich sehe? Habt ihr das gesehen, wie das geht? Kronkorige. Zigarette hat er dabei, nehmen wir mit. Zigarette ist wichtig. Hey, Leute, es gibt tausende von Sachen. Aber ich habe noch keinen... Oh, da ist ein Haus. Ich habe noch keinen Kaffee gefunden. Es gibt allen möglichen Scheiß, aber es gibt keinen Power-Kaffee. Zum Thema Power-Kaffee. Nein, das ist kein Bier. Das ist mein Kaffeetasse. Mein Tasse-Kaffee. Ah, Power-Kaffee. Immer eigentlich auch eine Waffe am Schlüssel. Jawohl. Was gibt's denn hier alles? Schönes, feines. Oh, da haben wir mal Mais. Den nehmen wir natürlich gleich mal mit. Den müssen wir abbauen. Karotte. Ja, sicher. Flaschenkürbis nehmen wir nicht mit. Was haben wir denn da noch? Ah, da haben wir auch noch Karotte. Vorkriegsgeld. Alles einladen. Flaschenkürbis pflanzen. Oh, da liegt einer. Grundkorriger, 51. Läuft bei dir. Date River. Was geht beim Date River? Was pfeift denn da? Plätschert denn da so? Ist da der Koch? Und da drin? Ah. Was geht hier drin ab? Ah, das plätschert da so. Schlammbohne? Was ist da hinten noch? Oh, schön Tür zu machen. Ein Blutblatt. Leuchtender Pilz. Ich weiß immer noch nicht, was ein leuchtender Pilz ist. Das glauben wir. Der Hund macht hier auf. Was ist? Mach mir nicht immer so Panik, Alter. Ist überhaupt nichts los. Ich muss da an der Laborstation jetzt da noch was erledigen. Und zwar Droge, Granate, können wir alles noch nicht herstellen, Bluterspritze, verwirrt. So, bei Droge stellen wir mal was her. Und zwar Psychobuff, plus 25% Schade, plus 3 Stärke, plus 3 Ausdauer und 65 maximale Gesundheit für 8 Minuten. Ja, das brauchen wir natürlich. Das ist doch ganz klar. Da wären wir zum Hulk, wenn wir das uns spritze.
Zeitlupe für 10 Sekunden, wenn wir so einen Chat nehmen. Okay. Ist jetzt auch nicht so. Sagen wir jetzt mal das, was ich sag. Das brauche ich unbedingt. So, wir nehmen mal eine gescheite Knarre raus da. Okay. Los, Doggy, komm. Es geht weiter. Ich glaube, hier geht jetzt nämlich der Punk ab. Habe ich irgendwie im Urin. Dass hier jetzt gleich der Punk abgeht. Was war das? Schaut mal. Gut oder böse? Ich weiß es nie. Die ist doch gut, oder? Nein, das sind Plünderer. Du hast gewonnen, ich hab noch gar nichts gemacht jetzt. So Leute, ich glaube, es wird Zeit für... Nein! So, ich hab mal so ein Psycho-Dinger eingeworfen. Karotte, nehmen wir noch mit. Hund, wo hast denn du jetzt die einen, die da tötet? Dass wir die nur looten können. Der Hund hat auch dann noch irgendwo eine frisch gemacht. So läuft das also, ja? Ich hab gedacht, das wäre eine Puppe, Alter. Was steht die da und bewegt sich nicht? Ist sie bescheuert? Are you retarded or something? So, gleich kein Muni mehr für meine gute Pistole. Tierbeere nehmen wir mal auch mit. Habe ich gerade übersäkert. Da drin geht bestimmt was Gutes. Baumwollkorn. Ich habe nur wieder Schiss, dass ich wieder in so blöde Mine reinlauf. Geh du mal da rein. Hund hat etwas gefunden. Was hast du gefunden? Was denn, Digga? Was hast du gefunden? Kaffeetasse, oder was? Wow, du bist ein toller Hund. Sehr schön, so ich fein, so ich brav. Digga, was soll ich denn machen? Da ist doch gar nichts, oder? Der Hocker, kann mich noch setzen. Wow. Hier steht nur ein Eimer, da stinkt man. Der flippt hier aus, da unser Hund. Oh, Aludose. Ist nochmal eine. Aludose sind immer sehr gut. Schaut euch den mal an, wie der da abgeht jetzt. Wie wenn er da mordsmäßig jetzt was gefunden hätte. Telefon. Digga, komm, lass aber, hier gibt's eh nur Schrott.
Oh, Schießerei. Scheiße. Kommt da nicht weiter. Geht's aber ab, hey. Hund hat einen Gegner entdeckt. Wo denn? Oh, 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 der wird biss. Ich muss Waffe wechseln, ich hab nur noch... Die hat auch nicht mehr viel. Muss mit der weitermachen da. So, wir sind Level up, aber unser Psycho wirkt nicht mehr. So, dann machen wir mal das Dirli auf da. Ja. Lol. Wo ist der Kerl noch? Was geht hier? Nix. Jetzt ist er wieder da hoch. Maschinenpistole. Ja, machen wir mal mit. Splittergranate. Der hat aber was eingesteckt, ey, alte Scheiße. Übel, übel, ey, der hat aber was ausgehalten. Perforiert. Was ist denn der perforiert? Ja, machen wir mal mit, müssen wir dann alles im Lager mal durchsuchen. Tasche, Lederrüstung, Harnisch. So, Doc, komm, wir müssen weiter. Können wir da durch? Jo. Oh. Da hängt eine. Muss vorsichtig vorgehen hier.
dass sie da noch einen Hinterhalt haben. Machen wir uns das Licht leer. Superkleber. Mitnehmen. Karotte, mitnehmen. Was ist mit dem? Der hat nichts mehr. Dann machen wir das Licht, dass wir nicht auffallen. Steht er da oben und sagt, ich habe was gehört. Hinter ihm ist Schießerei gewesen. Wow! Was macht er? Habe ich keine Granate mehr? Nein. Scheiße, falscher Knopf. Ich muss den Schützturm loswerden. So, da vorne steht noch irgendwo einer. Backstreet Apparel. MG Geschützturm. Ist da nochmal irgendwo einer? Der war ja easy. Haben sie auch noch reingelotzt, gell? So, Digga, wir müssen da irgendwie da rein, oder? Ah, hier. Sind wir schon vorbeigelaufen. So, jetzt schauen wir mal, was so ein Backstreet... Backstreet's back. Alright. Überraschung. Kennst du noch mehr solcher Geschichten? Treff nix, gell? Oh, oh, Nate. Wo zur Hölle kam jetzt die Nate her? Ja, ja. Das haben sie schon öfters gesagt. Ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um hier jetzt zu looten. Jo. Da ist nichts mehr. Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Wo ist der kleine Wichser hin? Hey, nicht so sagen. Also über uns sind zwei, aber hier drin ist die, die wir auf jeden Fall brauchen. Ja. Easy peasy, Baby, ja? Verteilt euch, findet sie! Warum müssen sie sich immer wehren? Jagdgewehr? Das ist ein Jagdgewehr. Egal, wir nehmen es mal mit. Hallo! Was war mit der? Die steht da eine blöde Meck rum. Springmesser. Leichtbau verschweißt. Schienbein? Da ist ein Schienbein drin. Okay. Wollte schon immer mal ein Schienbein haben. Den Kühler müssen wir noch schön aufmachen. Nein! Cool. Lego ein bisschen, Red X. Ah, Wasser nehmen wir auch mit. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Was laberst du denn da rum? Brustkorb, Schienbein, Knochen des rechten Arms.
Dann nehmen wir das auf jeden Fall mal mit. Weil neu und so. Da sitzt der Teddybär vom Scheißhaus. Und liest Zeitung. Was liegt denn da drin? Seife. Jo, halt die Klappe, laber nicht rum. Bist eh gleich weg. So, nicht räumen wir das mit drauf, oder du. Hauptsache mit dem Messer. Handschelle. Ergib dich, dann mach ich's schnell. Klinge kommt. Hast dich verpisst, was? Nein. Eigentlich nicht. Ha, ich hab den Arsch gefunden. Dein Zeug ist im ganzen Haus hoffentlich leer. Nichts Gescheites dabei, die Olli. So, Doc, haben wir mal wieder aufgeräumt hier. Hundefutter in der Dose, das nehmen wir natürlich mit für dich. Ist ja ganz klar. Ein Brettspiel, Steampack. Hundefutter in der Dose nehmen wir mal mit, Digga. Genau, du isst eigentlich nie was. Klebebandrolle im Dreierpack, ich raste aus. Die wissen das, dass ich... Oh, Meister, was Meister? Schüre. Soll ich das Ding aufmachen, Meister? Sah nach Aluminium aus. Deshalb habe ich es mitgenommen. Haben wir nichts mehr sonst, oder? Ich habe eh einen Haufen übersehen in der Hütte. Aber es ist halb so wild. Wir gehen mal nur ein Stockwerk weiter. Vielleicht geht noch irgendwo was. Kamera nehmen wir mal noch mit, vielleicht können wir die irgendwie... Oh, ein großer Werkzeugkoffer, ist immer gut. Das war knapp, das war kurz vorm Abbrechen. Wie schön. Klebeband. Komm, nehmen wir alles mit, wir sind ja eh eigentlich quasi auf der Heimreise, glaub. Der Fans. Jetzt sind wir auf dem Dach. Jetzt schauen wir mal, was da so abgeht auf dem Dach. So arg viel geht da gar nicht, gell? Wir müssen auf jeden Fall wieder da runter. Müssen wir da drin noch was erledigen? Weil da jetzt gerade nur das Zeug. Jo. Die muss da noch irgendwo noch. Die waren noch gar nicht ready da in dem Bunker. Ich dachte, ich bin schon fertig. Ah, mir soll er wieder raus. Dann schauen wir uns gerade hier nur kurz ein bisschen um. Filzhut brauchen wir keinen. Habe ich die gar nicht geblutet hier? Wie wir sehen. So was aber auch. Ne, ich glaube, ich habe schon ziemlich alles abgecheckt. 5,56 mm Patrone. Ne, da waren wir schon überall, glaube ich. Weine nicht. Ne, Digga. Das ist aber finished hier. Wir müssen jetzt die andere von unserer Tat berichten. Dass wir das easy peasy hier alles erledigt haben. Ja, also das lief wirklich gut, da kann man nichts sagen.
Oder? Doc, was meinst du da zu der ganzen Geschichte? Sollen wir uns noch schön ein bisschen in der Stadt umsehen, Anna? Was machen wir? Ah, da sind wir hergekommen, von da hinten. Wir schauen uns noch ein bisschen in der Stadt um, Digga. Radio Trinity Tower Signal gefunden. Ich werde definitiv keinen Radiosender mehr einschalten an dem Scheißspiel. Ich habe keine Lust, alles zweimal aufzunehmen. Oder wieder eine Minute lang der Ton auszumachen, weil GEMA wieder denkt, sie muss mir wieder Zuckerbombe. Sie muss mir wieder Videos sperren. Das Schneidebrett. Was es für Zeug gibt, gell? Aber ich finde nie Kaffee. Die Lunchbox ist beste. Komm, Digga, jummer nicht die ganze Zeit rum. Irgendwie habe ich das Gefühl, es leckt gerade ein bisschen. Dann gehen wir mal zurück zu den zwei Mädels da und werden denen sagen, dass wir da einer alles zerberstet haben. Trau der Lage nicht ganz hier. Da jetzt nicht nur gleich irgendwas aus dem Busch rauskommt. Irgendwas Zombie-ähnliches. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeug mit, Anna. Wenn wir jetzt auf dem Rückweg sind. Ist schon irgendwas nachgewachsen? Nee. Ja, Digga, wir sind gleich da. Ausdauer könnten wir auch mal so langsam ein bisschen anfangen zu skillen. Was geht denn da unter? Ah, muss über den Fluss. Also dahin erkennt den noch. Was sind sie denn, die zwei Mädels? Penner hier oder was? Hey. Hey, steh auf. Achso, das ist die. Ich hab diese Raider für euch erledigt. Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Mit dir redet niemand. Leg die wieder noch. So, ich brav. Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Übrigens, wir haben nochmal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Jawohl. Okay. Hashtag dann, würde ich sagen, oder? So, Karte. Wo sollen wir denn noch? Bestimmt sollen wir wieder zurück. Jawohl, da machen wir Schnellreise. Nach Sanctuary. Ja Leute, da haben wir den nächsten Auftrag. Was ist das? Halbautomatische und Repetierwaffen feuern bei jedem Betätigen des Abzugs einen Schuss ab. Dazu zählt unter anderem Alien Blaster, Doppelläufe, Schrotflinte, Gaussgewehre, Jagdgewehre, Lasermusketen und Impro-Revolver. Mhm, okay. Manchmal weiß ich nicht, was sie uns da damit sagen wollen, mit so Tipps.
So. Herzlich willkommen zurück. Licht aus. Hat sich irgendwas getan hier in unserem... Scheint wirklich was zu werden. ...unserem Ding hier. Weil was anderes soll oder... Ich muss jemanden darauf ansetzen. Soll oder darf ich das überhaupt abernten, da, Hanna? Also, wisst ihr, was ich meine? Oder muss ich das hängen lassen für die? Dass die das abernten können und nutzen können. Sieht irgendwie so aus, als würde das Zeug verrecken. Achso, halt mal. So. 5 Leute, SS6. Oder? Stellen wir da oben dazu. Okay, oder braucht schon viel Platz, gell? Aber wenn wir nochmal Klinge kommen. Scheiße, ich habe jetzt da die Kürbisse noch. Shit. Oh, komisch. Nice. War mal wieder zweimal verschiedene Mais. Moment. The fuck? 8-mal Melone. Also Esse haben wir jetzt ja wirklich genug dann. Mehr als genug. So, haben wir alles abgebaut, oder? Komisch, dass das Essen nicht steigt. Moral 49 war auch schon höher, oder? Und dann mal nur irgendwas zum Spielen bauen, oder? Oder mehr Möbel, oder? Ich weiß es nicht. Jo, Leute, auf jeden Fall wären wir jetzt noch Zeug auslagern. Mir wäre jetzt wieder alles anziehen, was besser ist. Inventar. Big Jim? Ah, das ist der Schraubenschlüssel. Macht der mehr Damage? Boah, der macht übelst Damage, der Digger. Der Digger. Der Dinger. Ja, den will ich. Und zwar wollen wir unseren... Warum liegt der Schlagstock auf 6? Ja, dann legen wir auf 6. Der Big Jim haben wir jetzt auf 6. Gleichpistole, die paltern wir ja noch. Wow, Maschinenpistole. Oh Gott, die macht ja gar keinen Damage. Jagdgewehr, kurz. Haben wir 2 Stück. Ja, das ist ja unser Baby hier. Perforiert Impro-Pistole. Schlechter als unsere. Die ist besser als unsere. Ja, ne, die ja wieder am Start. Welche habe ich denn im Betrieb? Die da, Hanna?
So, da haben wir die Lasermuskete. Kurzgehärte, doppelläufige Schrotflinte. Hier haben wir taktisch gehärte 10mm Pistole. Okay. Das heißt, wir haben taktisch gehärtet 10mm Pistole. Das hier ist sie. Die haben wir ausgerüstet. Okay, alles andere können wir dann raushauen. Jetzt schauen wir mal schön Kleidung. Gasmaske mit Brille. Wir müssen jetzt gucken, was besser ist. So, da haben wir jetzt schon mal gekocht. Lederrüstung, Harnisch. Oh, das ist ja besser hier. Linker Arm, Lederrüstung rechter Arm. So, alles andere können wir raushauen. Wir brauchen mal ein bisschen was für den Kopf. Jetzt Strahlungsresistenz 12. Ja, der ist besser. So, dann hauen wir der Rest alles raus. Da müssen wir Transfer müssen wir da machen. So, erstmal der ganze Schrott lagern. So, Munition lassen wir alles drin. Das weg. Das weg. Das weg. Die dreimal weg. Patrone lassen wir drin. Der Big Jim lassen wir auch drin. Blutblatt raus, der Bourbon, Brille raus, der Cram lassen wir drin, der Daytripper raus, doppelläufige Schrotflinte, Scharnerverschluss, angelegtes Fleisch raus, Fleisch und Bohne raus, der Fusionskern, den lassen wir mal nur drin. Impro-Automatik-Pistole, ist das jetzt die, wo wir ausgerüstet sind oder nicht? Warum? Sehen das nicht. Leuchtfackel brauchen wir auch. Leuchtpistole brauchen wir auch. Maschinenpistole brauchen wir nicht. Ah, das mit dem Herz dahinter haben wir ausgerüstet. Wilder Mais. Ach, den kann ich essen. Leichtvisier, 10mm Automatikpistole. Die habe ich aber nicht einmal ausgerüstet. Das habe ich auch nicht ausgerüstet. Die auch nicht. Nächste zwei habe ich ausgerüstet, das auch. Schlagstock brauchen wir auch nicht mehr. So Leute, ich glaube, wir haben soweit alles jetzt abgelegt. So. Jetzt habe ich was gesägt. Und zwar schauen wir uns das mal kurz an. Wir können nämlich auch geht bei Spezial. Mama Murphys Stuhl. Ach, deshalb hat die der letzte was gesagt. Ich freue mich auf den Stuhl. Oh, da setzen wir das Ding da hin ins Eck. Nein. So. Mama Murphy einen Stuhl baut. Kann sie sich in Asch freuen. Und zwar Shops.
Ich habe irgendwo Shops gesehen. Ich würde mir gerne irgendwo einen Laden aufstellen. Ach da, hier, Läden. Laden, Verkäufer, Laden, Rüstung, Laden, Waffen. Gastronomie, Klinik. Hey Mama, wie geht's dir so? Sehr gut. Ladenverkäufer. Es ist schön, sich niederzulassen, wenn man so lang unterwegs war. Ach ja? Warst du auf der Flucht? Benötigt Rang 2. Ja, oh mein Gott, sind die teuer, die Dinger. Marktstand. Generiert ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen. Macht Siedlungen zufriedener. Kann ich da auch einkaufen? Das war's. Irgendwann erzähle ich Leute, das will ich erst in Erwägung, in Erfahrung bringen, bevor ich das jetzt mache. Wenn es ihr wisst, schreibt es mal bitte in die Kommis. Dann, weil, ja, nicht, dass mir das jetzt nichts bringt. Und ich gebe da jetzt so viel Grundkeuge aus für das Ding. Das wird mir dann auch ein bisschen abfangen. Ja. Ich bin mir jetzt da doch nicht mehr ganz sicher. Und dann Laderichtung wäre vielleicht auch ganz nice. Aber der kostet 500, ey. Richtungsständer. Richtungsladen, Richtungskaufhaus. Benötigt Rang 2. Also können wir auch noch gar nicht machen. Waffe benötigt auch Rang 2. Benötigt alles Rang 2, Digga. Kann ich eh noch nicht machen. Also gut. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Ich habe es gesehen. Jawohl. Gut. Was du nicht alles siehst. Hau rein. Ciao, ciao.